Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Das wird mehr so eine kleine Präsentation. Also ich werde nichts Aktives auf dem Bildschirm machen, sondern werde da im Nachhinein alles einfügen. Ich will euch einfach in diesem Video kurz erklären, was ein guter Let's Player ausmacht und worauf man achten sollte, wenn man mal Let's Plays macht. An dieser Stelle muss ich kurz erwähnen, ich bin jetzt auch nicht der größte Let's Player mit knapp 100 Abonnenten. Kann ich nicht sagen, ich bin richtig erfolgreich. Ich habe schon eine krasse Karriere hinter mir. Ich nehme einfach meine Erfahrungen und meine Ansichten einfach in dieses Video hier hinein und solltet ihr irgendwelche Fragen haben, wie immer in die Kommentare reinposten. Das erste ist ein gutes Mikrofon. Also viele Leute benutzen immer so ein Mikrofon für 5 Euro von, was weiß ich, vom Flohmarkt oder so. Lasst das am besten sein. Benutzt immer Markenware, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Mein Mikrofon, also das T-Bone ST440 USB, hat um die 70 Euro gekostet. Da sieht man schon, dass man in Qualität einfach reinstecken muss und dass man einfach für gute Qualität auch Geld ausgeben muss. Wer jetzt auch auf günstigere Möglichkeiten von T-Bone zum Beispiel setzt, ist auch gut. Es gibt auch günstigere Großmembran-Mikrofone. Das sind einfach diese Dinger hier. Ich werde mal einen Link in die Beschreibung rein posten. Dort könnt ihr sehen, was so Großmembran-Mikrofon ist, also an Bildern her. Und das Ganze nehme ich dann auch mit Audacity auf und synchronisiere das sozusagen später im Video auch noch. Wie das Ganze abläuft, ist ganz einfach. Ich drücke auf F9 bei Fraps. Dazu komme ich gleich auch nochmal. Und da nimmt er nur den Ingame-Ton auf und die Musik, die ich über den Windows Media Player abspiele. Später mache ich immer mit Sony Vegas 11, glaube ich, ist das. Synchronisiere ich das. Das bedeutet, dass der Audacity-Ton und dass der Ingame-Sound-Ton sozusagen miteinander verschmilzt wird und dass man halt dann keinen Unterschied mehr daran erkennt. Das Gute daran ist, dass ich zum Beispiel dann auch einstellen kann, ob meine Stimme ein bisschen zu leise ist oder zu laut. Das ist immer so ein bisschen gut, wenn man das separat aufnimmt. Es gibt auch ein besseres Programm meiner Meinung nach, das heißt DX Story, aber dazu komme ich gleich nochmal und ich werde wahrscheinlich auch mal ein Video dazu machen, was die einzelnen Vor- und Nachteile der Programme sind. Der nächste Punkt ist die gute Stimme. Viele Leute fangen schon mit Let's Plays an, wenn die noch im jungen Alter sind. Ihr kennt das, 11 Jahre alt oder so, keine Ahnung. Ich will da jetzt auch nicht so drauf eingehen. Jedenfalls würde ich euch empfehlen, nicht im jungen Alter das zu machen. Erstmal habt ihr da ein bisschen weniger Sachen, die ihr da machen könnt. Zum Beispiel mit der YouTube-Partnerschaft und so wie das ein Problem. Solltet ihr halt irgendwann mal die YouTube-Partnerschaft erreichen, ist es immer ein bisschen schwierig. Ich würde euch so empfehlen, mit 15, 16 anzufangen. Das passt auch immer schon. Ich bin alleine auf 15. Und da kommt die Stimme auch von alleine. Man sollte nicht überheblich oder hebelig sein. Das bedeutet, man soll nicht so richtig schnell sprechen und irgendeine Scheiße labern, sondern man soll immer schön langsam reden, wenn es auch nicht so langsam, dass keiner es versteht, sondern einfach normal, wie man es auch im echten Leben sprechen würde. Und dann kommt das Ganze auch schon von alleine. Man sollte nicht immer monoton sprechen, das bedeutet, man sollte nicht immer so reden und wir bauen jetzt Cobblestone ab, sondern immer wirklich in Höhen und Tiefen reden, weil das einfach interessanter macht. Und ich würde euch auch empfehlen, einfach nicht nachts um 3 Uhr einfach aufzunehmen. Erstmal habt ihr die Energie dann dazu, nicht richtig zu sprechen. Und außerdem, würde ich euch empfehlen, auch laut vom PC zu reden. Das hört sich zwar komisch an, wenn Leute irgendwie vor eurem Zimmer stehen und denken, ey, was labert der da? Der labert gerade mit sich selber. Nein, ihr macht Let's Plays und das ist auch eine Aktivität, die natürlich auch Spaß macht. Und sprecht einfach laut in den Raum rein. Wenn euch das irgendwie stört, dann habt ihr halt das falsche Thema ausgesucht, Let's Plays. Aber das ist halt so, ne? Ihr müsst laut reden. Und auch halt, wie gesagt, ein gutes Mikrofon dabei haben. Ihr solltet aufpassen, dass ihr nicht übersteuert. Das bedeutet, dass ihr nicht einfach, zum Beispiel bei Shooter ist es oft, dass man oft irgendwie brüllt oder laut wird, wenn irgendwas nicht so klappt, wie man es haben will. Aber man sollte einfach, normal bleiben, wie gesagt, nicht hibbelig oder so. Und man sollte halt nicht darauf achten, ne? Dass man halt nicht direkt mit dem Pegel ausschlägt. Das seht ihr halt dann bei Audacity. Darauf halt solltet ihr halt achten und ihr solltet auf die Lautstärkenanpassung achten. Das bedeutet, in-game soll etwas lauter sein als die Musik, also als die Let's Play-Musik. Es gibt ja immer so schöne Musik. Natürlich soll die Musik an sich natürlich auch gut sein. Also benutzt nie irgendwelche komischen Tracks, die gar nichts mit dem Spiel zu tun haben oder die gar nicht das Gefühl gar nicht wiederbringt, und ihr sollt natürlich eure Stimme am lautesten haben. Das kann nicht sein, dass Minecraft lauter ist als ihr selber, weil da versteht man erstmal nichts und das ist einfach alles ein bisschen schlecht. Das nächste ist, man sollte auf die Qualität der Let's Plays achten. Wie ich gerade schon angesprochen habe, man kann mit Programmen aufnehmen, wie zum Beispiel Fraps.
und DxStory. DxStory ist ein Programm, das gibt es, glaube ich, schon seit 2009, aber jetzt wird es erst so richtig populär, meiner Meinung nach. Ich finde jetzt immer mehr Videos, die DxStory vorstellen, und die Let's Player, die nutzen auch DxStory. Meiner Meinung nach ist das Programm auch viel besser als Fraps, weil man kann zum Beispiel beim Sound, das ganze Video wird sozusagen so, abgespeichert, wie es beim Fernsehen abgespeichert wird. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal irgendwie was aufgenommen habt und zum Beispiel in Sony Vegas das reintut, habt ihr mehrere Spuren. Und die Spuren könnt ihr auch irgendwie verschieben. Das Gute daran ist, dass die Spuren schon so geschnitten wurden, dass ihr zum Beispiel einmal, einmal Ingame und Musik habt und einmal die Stimme. Und dort könnt ihr dann halt, also das ganze Programm ist sozusagen aus vielen Programmen in ein Programm reingepackt. Zum Beispiel Audacity ist da drin. Ihr könnt später optimal einfach mal mit dem Regler ein bisschen rumspielen nach der Bearbeitung. Und dann habt ihr halt immer die Lautstärke voll im Blick und müsst nicht immer darauf achten, dass ihr irgendwie zu laut seid oder dass die Musik ein bisschen zu laut ist. Deshalb ist das relativ gut. Dann kommt es zum Punkt HD bzw. Full HD. Ich würde euch empfehlen, Minimum ist HD. Also wenn ihr da versucht mit 640x480 ein Let's Play zu machen, ist es nicht gut, weil man guckt natürlich auch auf die Qualität. Maximal in Full HD. Meiner Meinung nach sind diese Originalvideos, die, glaube ich, 4K, also 4000 Pixel groß sind oder so, einfach unnötig, weil das nimmt unglaublich viel Speicher weg. Das nimmt unglaublich viel Internetbandbreite ein, also wenn ihr was hochlädt, dann dauert das, bei meiner Leitung wird das schon mehr als 3 Stunden dauern, deshalb, finde ich dieses Original zwar gut, aber nicht unbedingt notwendig, also wenn man es will, kann man es machen, ich mache es aber nicht, also wie gesagt, maximal Full HD, wer eine gute Leitung von euch hat, kann Full HD hochladen, wer meint, okay, eine 16.000er Leitung ist jetzt nicht das Beste, der lädt einfach in normal HD in 720p hoch. Da gibt es noch einen kleinen Haken, und zwar solltet ihr darauf achten, dass ihr in progressiv, also dass ihr 720p aufnimmt, nicht i, weil i steht für interlaced und das bedeutet, ihr habt einen Zeilensprung, also Halbbilder. Die Halbbilder, das ist wieder sowas für sich, das kam früher öfter zum Einsatz bei Fernseher und so, hat sich, es gibt es heutzutage noch überall, nicht überall, aber oft bei Kameras zum Beispiel. Deshalb solltet ihr einfach darauf achten, dass ihr immer progressiv Scan macht. Zum Beispiel bei Sony Vegas kann man das einstellen. Und nie mit Halbbilder arbeitet, weil Halbbilder sind einfach, das braucht keiner. Das kann man im Müll schmeißen. Das ist einfach, unnötig. Dann kommt zum Punkt richtiger Codec. Wer nicht weiß, was ein Codec ist, das ist einfach ein Codec sozusagen komprimiert Dateien. Zum Beispiel bei Fraps ist es so, wenn ihr aufnimmt, dann habt ihr ja riesige Dateien. Immer so nach 4,5 GB macht er Schluss und macht eine neue Datei. Und diese Dateien müssen ja irgendwie komprimiert werden. Das bedeutet, die müssen kleiner gemacht werden, weil ich glaube, keiner von euch will für 15 Minuten 100 GB hochladen. Glaube ich, von der Leitung auch gar nicht möglich. Da müsste man schon bei der NASA irgendwie sein. Weil die ja so übelste Leitung haben. Aber wirklich, diese Codecs komprimieren halt die Bildpunkte. Und da werden zum Beispiel statt jedes einzelne Bildpunkt einfach mal jedes Zehnte oder sowas abgespeichert. Darunter muss natürlich die Qualität leiden. Es gibt viele gute Codecs, es gibt aber auch ganz, ganz viele, die einfach für'n Müll sind. Das ist wirklich genauso unnötig wie Interlaced. Ihr solltet einfach darauf achten, dass ihr entweder DivX, XVID oder MPEG 1 oder 2 nimmt. Es gibt natürlich auch noch haufenweise welche, aber halt diese Codecs erstellt halt aus Algorithmen, das bedeutet, Algorithmen sind immer so sozusagen eine Schleife, also was immer wieder gemacht wird und was immer wieder halt gemacht wird, also das ist halt so, zum Beispiel werden aus 2 GB dann 150 MB oder so, daran merkt man schon, dass Codecs sehr, sehr wichtig sind, gerade bei Let's Plays und gerade bei, Fraps-Videos zum Beispiel. So, das war's auch schon eigentlich mit meiner kleinen Präsentation, was heißt klein? Fast 10 Minuten, Leute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, das war natürlich der erste Teil, es gibt haufenweise noch Informationen, die man dazu sagen kann. Wer es gefallen hat, gibt mir einfach einen Daumen hoch, wer das doof fand, einfach mal einen Daumen runter. Und wer einen Daumen runter gibt, am besten mal Kritik oder sowas schreiben, weil wenn man nur einen Daumen runter gibt, weiß ich nicht, was daran dann schlecht war. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video und guckt mal meine anderen Videos rein. FAQ-Videos oder Let's Plays, wie auch immer. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Also dann, ciao.